Hallo und willkommen zurück zu Jagged Alliance Deadly Games. Wir sind in der Hauptkampagne in Level 20 angekommen. Und es wird vermutlich nicht einfacher werden. entwenden Sie die Satellitenschüssel und bringen Sie sie mit. Wir sollen also da in das Haus eindringen und haben 17 Runden Zeit. Wir bekommen aber immerhin ein bisschen Geld dieses Mal. Ist ja auch schon mal schön. Wir werden mal gerade hier noch kurz etwas umbauen. Wir haben dem hier einen Granatwerfer gegeben. Da ist auch schon eine Granate drin. Okay. Ich habe da jetzt mal die Senfgasgranate reingebaut. Und ja, wir haben einige Slots mit zusätzlichen Waffen noch ausgerüstet. Weil uns die Gewehrmunition wahrscheinlich hier ausgeben wird. Die sollten wir natürlich auch noch verteilen. So. Und dann müssen wir mal gucken. Moment, dann geben wir... geben wir das erstmal hier. Dann hat der ein bisschen mehr, der schießt besser. Ja, müssen wir mal gucken, wie gut wir da ankommen. Also wie gut wir da durchkommen. Wir haben ein bisschen was zum Knacken mit. Wir haben Sprengstoff mit. Meine Befürchtung ist, dass wir von den Gegnern hier aufgehalten werden und dann nicht über die Brücke kommen und uns hier so ein ewig langes Gefecht liefern müssen. Okay, ja, müssen wir mal schauen. Gut ausgerüstet ist der Wolf jetzt hier mit 95 Schutz. Ansonsten haben wir noch den Sydney. Der hat 51 Schutz. Ah, Moment. Das tauschen wir gerade noch aus. So. Hier. Dann kann man da zumindest klar sagen, die sind gut geschützt. Und da kommen auch schon die ersten Schüsse an. Okay. Hab einen Feind aufgespürt. Immerhin sind das noch Pistolen. Okay. Aber das ist natürlich trotzdem nicht so schön mit dem Gemüse dazwischen. Wir können jetzt auch nicht für jeden Mist eine Granate werfen. Okay. Okay. Der hat eine M14 und eine M16. Ja, allein die jetzt wieder zu erledigen, könnte kompliziert werden. Ich hoffe mal, dass die den jetzt noch gar nicht sehen. Verstanden. Geht klar. So. Oh ja. Wir müssen unsere Leute da irgendwie ranbekommen, damit wir die zumindest in der nächsten Runde erschießen können. Хорошо, хорошо. Da. Okay. Хорошо, хорошо. Weil, wenn die dann mehrere Runden auf uns einballern können, dann ist natürlich ganz schlecht. Also Wolf und Sydney dürfen noch ein bisschen angeschossen werden. Maus sollte jetzt idealerweise nicht angeschossen werden. Die kann aber da auch nicht treffen. Könnte hier hinlaufen, da hinlaufen. Mach mal das. Okay. Kann ich jetzt zumindest noch in Deckung gehen. So. Okay. Dann kann der aber zumindest mit seiner fetten Waffe nicht ballern. Da. Okay, Sir. Sechs. Dann könnte er noch einmal auf den schießen. Hier. Okay, Sir. Okay. Top-Schuss. Zur Stelle. Da. Okay, wir könnten... Wir könnten auch mit dem direkt da ranlaufen, aber dann würden die natürlich da... der kann mit 7... Okay. Wir müssen den erschießen. Da. Zur Stelle.
Die kann jetzt zwar nach vorne. Okay. Wir könnten auch schon eine Granate. Also, vielleicht ist das auch die. Die beste Wahl, da eine Granate zu werfen. Verstanden. Aber. Wir können halt nicht jedes Problem mit einer Granate lösen. Das wird halt nicht funktionieren. Also langfristig nicht funktionieren. Wir haben jetzt noch drei. Na? Ivan, also den Gibsene könnten wir halt hier auch anstürmen und dann angreifen. Aber wir würden nicht alle erledigen können. Wir könnten auch dahin. Die hat... Weiß ich jetzt noch gar nicht, ob die geschossen hat. Oh ja. Die kann noch schießen. 7. Wir dahin gehen. Wir könnten diagonal hochschießen. Dann hätte ich dahin Dreck gemusst. Dann machen wir aber jetzt so. Sehr schön, er ist verwundet. Na? Naja, wir stellen uns da sehr, sehr offen hin, okay, wenn wir da jetzt noch näher rangehen. Aber ich fürchte, dass wir das so müssen. Verstanden. Oder wir werfen jetzt eine Granate drauf. Nee, wir probieren es ohne Granate. Wir laufen mit Ivan dahin. Хорошо, хорошо. So. Das hier. Очень хорошо. Da liegt jetzt M14 Munition. Verstanden. Geht klar. Na, okay. Okay. Also das müssen wir auf jeden Fall schon mal wissen. Hier sind anscheinend nur zwei Leute. Eventuell können wir an denen vorbeischleichen. Also das wird jetzt wahrscheinlich hier mit dem ersten Versuch wieder nichts werden. Verstanden. Geht klar. Den sollten wir aber jetzt hier glatt bekommen. So. Jetzt müssten wir hier sowieso drüber. Aber eventuell könnten wir die halt einfach... Das war denn überhaupt unser Ziel. Wir sollen es mitbringen. Das steht jetzt nicht, dass wir irgendwo hin müssten. Хорошо, хорошо. Verstanden. Ei, ei. Nehmen wir das mit. Ja. Ein Magazin mit 20. Na? Verstanden. Verstille. Oh. Okay, ich hab vergessen, einen Verbandskasten mitzunehmen. Na? Brauchen wir normalerweise ja auch nicht, weil nie jemand so tot ist, aber hätte jetzt schon ordentlich was abbekommen. Gut, also wir müssten darüber. Das ist natürlich sowieso dann ein Problem. Was würde der denn hier als kürzesten Weg vorschlagen? Da oben drüber oder da unten drüber für 55 Punkte? Okay. Bin auf was gestoßen. Mhm. Da stand anscheinend jemand. Und der hat eine Spektralweste dahingelegt für uns. Das ist schon mal schön. Die hilft uns. Okay. Hier. Ja, wir müssen da schnell weiter. Okay. Das scheinen nicht viele
Gegner zu sein. Also das ist extrem schnell vorbei, dass diese Runden wieder da im Laden ist. Okay, bin auf was gestoßen. Okay, hab einen Feind aufgespürt. Mhm. Der hat auch wahrscheinlich sogar eine verbesserte M14 oder eine M16. Feindlicher Soldat gesichtet. Mhm. Verstelle. Da oben ist noch einer. Ah ja, super. Okay. Ei, ei. Verstanden. Also es macht das Ganze umso attraktiver, an denen vorbeizulaufen. Oh ja. Und unten rumzuschwimmen. Weil hier können wir ja jetzt nicht schwimmen. Okay. Verstanden. Geht klar. Der hat halt nur seine Maschinenpistole, das... Selbst wenn der... Ich kann ihn nicht... Okay, der kann nicht mal... Und hier? Ich kann ihn... Viel zu weit weg. Na? Okay. Хорошо, хорошо. Naja. Я обливаюсь кровью. Aber da haben wir jetzt allgemein das Problem, okay, dass wir die Gegner halt nicht erledigen können, weil wir einfach nicht in eine Reichweite kommen, wo unsere Waffen gefährlich sind. Okay. Mist. Mist. Ja, es sind aber weiterhin nur die beiden. Okay. Verstelle. Man könnte natürlich hier auch vielleicht angehen, dass man von oben direkt, also die aufteilt und dann von oben lang. Aber wir haben auch so viel Zeit eigentlich gar nicht. Oh ja. Wäre vielleicht ein Ansatz, dass man den halt direkt flankiert. Mhm. Verstehe. Okay, Sir. Verstelle. Na, die kann zwar schießen, aber die kann nicht treffen. Wir gucken mal, dass wir da hinlaufen. Verstanden. Dahin. Geht klar. Der müsste aber jetzt an dem anderen Baum auch noch vorbeischießen. Mal gucken. Das geht auch nicht. Das ist zu weit weg und zu viel Gemüse dazwischen. Okay. Na? Dann wird das natürlich genauso wenig gehen, also dann müssen wir da auch runter. Ja, der Wolf, der kommt ja jetzt auch nicht mehr rüber. Also das sind jetzt da, also wir kommen hier noch durch. Und dann würde der da umfallen. Aber wir sehen, dass das hier oben drei Leute sind. Und das sind die drei. Und das müssen wir jetzt neu machen. Also das kann jetzt schon nichts mehr werden, weil wir die Gegner nicht tot bekommen. Also wir könnten jetzt mit viel Mühe den erschießen. Die werden wir nicht tot bekommen. Das ist zu weit weg und nehmen auch keinen Schaden oder nicht genug Schaden durch unsere Waffen. Hier. Ich kann jetzt einfach mal hier schießen. Verstanden. Wenn wir jetzt noch treffen würden. Das ist ja sowieso nur eine Maschinenpistole.
Da steht der Baum zwischen, den würden wir auch nicht treffen. Ja, also das müssen wir nochmal angehen. Und ich würde hier einfach unten dran vorbeischleichen. Fast forward, ihr seht ja wieder das Ende eines gescheiterten Versuchs. Wir sind in Runde 17 angekommen. Ja, die Gegner sind alle tot. Aber theoretisch müssten wir das Ding ja aufnehmen. Und ich vermute, dass das entweder hier ist. Das ist ein Satellitendings. Vielleicht ist das auch hier im Tresor oder da in der Kiste. Jedenfalls haben wir da keine Zeit mehr. Ich hatte mich jetzt hier durchgekämpft und das hatte anscheinend jetzt zu lange gedauert. Das ist natürlich auch ein Problem, weil wir keine Munition mehr haben. Ich musste schon auf den anderen Waffen wechseln. Ich hatte vorher auch mal versucht, hier im Süden einfach vorbeizuschwimmen, aber das kann man vergessen. Da wird man auf jeden Fall entdeckt. Also das Ganze muss man nochmal machen. Man muss es aber schneller angehen. Und das ist natürlich ein bisschen problematisch. Aber bleibt uns nichts anderes übrig. Also machen wir nochmal. Und eine Möglichkeit, es schneller zu machen, ist halt mehr Granaten zu werfen. Aber dann da sind wir halt dann die ganze Zeit immer am Granaten reinpumpen. Ich hatte auch mal versucht, mit dem Ding zu schießen. In einem anderen Versuch. Hab da aber zweimal daneben geschossen. Also gerade auf Entfernungen kann man eigentlich das Ding ziemlich vergessen. Die Granaten haben auch eben nur eine Reichweite, also eine Sprengreichweite von normalen Granaten. Und damit zu treffen, das Ding ist super ungenau auf Entfernung. Da kann man wahrscheinlich in den meisten Fällen besser werfen, muss man sagen. Aber wir könnten... Ja, ich probiere da auf jeden Fall mal was anders aus. Okay. Was wir mitnehmen könnten, wäre noch... Die hier, die kriegt der Sydney. Dann kriegt der aber keine Granate. Scorp wird auch keine Granate bekommen. Der kriegt noch eine Granate. Der Maus kriegt noch eine Granate. Ja, dann sollte die... Nee, dann kriegt der die... Okay, probieren wir mal so aus. Ich speichere das jetzt hier nochmal. Achso, und eine Sache vergessen. Wir nehmen auch noch einen Medizinkasten mit. Ich glaube zwar nicht, dass wir zum Verarzten kommen, aber... Okay. In 20. Und dann geht's weiter. Und es ist viele, viele Versuche später. Für mich ist auch bereits ein neuer Tag hereingebrochen. Ich glaube nicht, dass ich euch hier oder dass ihr unbedingt hier 5 Stunden an Fehlversuchen oder so sehen wollt. Ich weiß aber jetzt auch nicht genau, wie lange ich hier schon dran bin. Schon eine Weile. Ich habe aber mal einen Fehlversuch jetzt unten in die Videobeschreibung gepackt. Den könnt ihr euch mal gerne ansehen, denn ja, das klar, es ist ein Fehlversuch. Gibt natürlich schon ein bisschen vorweg, dass es nicht erfolgreich war. Aber das Ende davon ist ein bisschen problematisch. Das werde ich jetzt mal noch nicht vorwegnehmen. Aber das werden wir natürlich hier am Ende des Videos, naja, vielleicht auch wieder sehen. Müssen wir mal gucken. Also, wir ziehen wieder los. Und mittlerweile habe ich es zumindest so ein bisschen raus. Verstanden. Was man da, ja, wie man hier vorgehen muss. Aber... Schauen wir mal. Also, erstmal gehen wir nach vorne und werden die Gegner jetzt an der Stelle noch nicht triggern. Okay. Ist natürlich dann für die erste Runde vielleicht nicht alles optimal dann ausgenutzt, aber... Oh ja. Verstehe. Okay. Dahin. Und der Ivan, der geht Krasche. So, dann... Mist. Knack. Ah, der hat uns schon der Erste gesehen. Okay. Okay, Sir. Ich laufe mit dem darüber. Hab einen Feind aufgespürt. So, und der Zweite, der kann theoretisch auch eine Granate werfen. Wir sind aber jetzt so nah ran, dass wir mit uns, also mit Wolf, auch eine Granate werfen können. Und da sehr gut treffen müssen. So. Jetzt kann
Kann aber trotzdem sein, dass der aufsteht und dann eine Granate wirft. Das wäre gut, wenn das nicht passieren würde, aber... keine Aktionspunkte mehr. Okay. Dann gucken wir, dass wir mit denen ranrauschen. Zwölf. Geht klar. So. Den werden wir hiermit wahrscheinlich nicht treffen. Na. Okay. Hier. Sydney, der wechselt auch mal gerade. Hm. 17. Der könnte dann nach oben schießen. Aber eigentlich würde ich gerne den... Eigentlich müssten wir beide natürlich umlegen. Das wird aber nicht mehr klappen. Sydney. Ich glaube, der kann sowieso nur einmal schießen. Dann machen wir das hier mit. Das kostet 8. Das heißt, der müsste... Mit 15. Okay. Der kann den jetzt auch treffen. Okay, der ist jetzt kritisch. Ei. 7 braucht die zum Schießen. Das heißt, den oberen werden wir damit nicht mehr treffen. Ja. Wir probieren das mal. Sehr gut, der ist hinüber. Ich habe was entdeckt. Mhm. Und ich denke, den werden wir nicht mehr erledigen können. Oh ja. Das heißt, der wird uns jetzt wahrscheinlich einmal angreifen. Naja, okay. Oh. Den hier könnte ich ohne Probleme schlafen legen. Das ist gut. Ach, der läuft. Der ist sowas von tot. Okay, das ist sehr gut gelaufen. Dann... schießen wir dem hinterhältig in den Rücken. Hier. Moment, das machen wir aber hiermit. Da verbrauchen wir jetzt keine gute Munition. Okay. So, da haben wir 2x M14 Munition. Prima. Verstanden. Wir müssen jetzt gucken, dass wir mit ein paar Leuten nach oben gehen. Oh ja. So, und das? Nehmen wir Ivan noch mit. Хорошо. Dann ja. Mit Verstanden. Smoke könnten wir das hier mal mitnehmen. Ich denke mal, da werden wir jetzt nicht angegriffen werden auf der rechten Seite. Ein Magazin mit 20 Patronen. Wenn wir Glück haben, sind hier durch diese Explosion auch noch welche geht getroffen klar. Worden. Drei Magazine. Okay. Ja. Da gibt es eine Random-Komponente, glaube ich, bei. Also ein Magazin droppt der, glaube ich, immer. Wir haben jetzt 1 plus 3. Okay, Sir. Das ist schon eine ganze Menge gewesen. Wolf schicken wir mal dahin. Okay. Verstehe. Und Maus. Nach da unten. Okay. So. Und dann... Ja, dann geht nicht mehr. Ei. Pushen wir darüber. Oh ja. Und der. Хорошо. Dahin. Verstanden. Hier. Sydney. Ja, werden von rechts dann auch gleich angegriffen werden. Okay. So. Okay, Sir. Okay. Mhm. Verstanden. Verstehe. Wir könnten schon versuchen, die hier ein bisschen rüberzubringen.
dann könnte die vielleicht eine Granate werfen. Aber es kann auch sein, dass wir dann jemanden finden und dieser jemand dann Maus kaputt schießt. Das wäre nicht so schön. Wir könnten natürlich auch eventuell gucken, dass wir mit Sydney rüberkommen. Weil die ist halt auch nicht die beste Werferin. Okay, Sir. Verstelle. Ich probier's okay. mal. Habt ihr was im Blickfeld? Okay. Naja, gut, 3 Magazine. Okay. Okay. Das ist noch gut gegangen, okay. Okay, das heißt, hier ist einer draufgegangen. Und hier ist auch noch einer draufgegangen. Das ist schon mal gut. Verstanden. Mhm. Bringen wir den aber wieder nach Geht unten. Klar. Okay. So, ich bin mir ziemlich sicher, dass da ein Typ steht. Und ich werde da jetzt einfach hinschießen. Der hat sich... Da verschwindet die Kugel einfach. Seltsam, dass der sich auch nicht meldet. Da ist jetzt länger eine Animation gewesen. Ich schieße da jetzt nochmal hin. Ich vermute, dass der jetzt sogar schon tot ist. Okay, Sir. Okay, aber wir müssen hier gucken, dass wir... Ja, Gegner aufspüren. Wir könnten mit Maus weiter, aber Wolf hat okay. halt die beste Rüstung. Okay. Hab einen Feind aufgespürt. Ja. Okay, Sir. Ja, und damit hat der natürlich da jetzt eine verhältnismäßig böse Position. Wir könnten mit denen dann runterschießen. Hier. Den muss die Waffe wechseln. Aber dass der da trifft, ist eher unwahrscheinlich. Wir könnten mit Maus eine Granate werfen, aber es ist auch nicht super wahrscheinlich, dass wir da durchkommen. Wir könnten hier runter. Also, dass die so weit wirft, das ist unwahrscheinlich. Wir könnten mit Verstanden. Smoke eine Granate schießen. Aber die Genauigkeit von dem Ding ist absolut miserabel. Und solange wir da nur einen ja. sehen, ist das auch nicht so optimal. Ich probiere erstmal mein okay. Glück mit Sydney. Den stellen wir mal ein bisschen nach oben, damit wir nicht gegen den Busch schießen. Verstanden. Okay, Sir. Okay. Da sehen wir aber auch nicht noch einen. Es kann aber sein, dass hier auch noch einer hängt. Ich riskiere das. Okay. Wow. Okay. Niemanden gefunden. Verstanden. Das ist eigentlich ziemlich sinnlos. Ich glaube nicht, dass wir da treffen. Ich kann ihn nicht. Der könnte versuchen, auch darüber zu kommen. Oder der versucht auch nach unten. Für den Moment ist das Einzige, was der theoretisch machen könnte, wäre eine Granate zu schießen. Ich gehe mal ein Stückchen weiter nach vorne. Hat der jetzt eine Chance? Anscheinend kann er zumindest schießen. Da. Hat einen Feind aufgespürt. Da ist ein Typ, der... Bin auf den Feind gestoßen. Okay, jetzt könnte die Granate dann sinnvoll werden. Das ist ein Typ, der schießt mit Granaten. Also der hat einen Granatwerfer. Es könnte der eventuell sein. Wir gehen mal hier hin. Ah, okay. Da. Хорошо, хорошо.
Von da nicht gegen irgendwas anderes schießen. Okay. So, da haben wir zwei. Verstelle. Das ist jetzt eigentlich ideal für eine Granate. Wir werfen die mal ein bisschen... bisschen weiter dahinter. Am schlimmsten wäre es, wenn die ins Wasser fallen würde. Machen wir so. Das hat funktioniert. Da kann sie aber auch... Also dann könnte sie sich nicht mehr hinhocken. Okay, Sir. Ich vermute sogar, dass der hier theoretisch wichtiger ist als die hier. Mhm. Verstanden. Hier. Boah, sehr schön. Prima. Verstanden. So, schwach und schwach. Wir könnten jetzt mit dem auch versuchen, da näher ranzukommen. Ja, oder ich baller hier jetzt einfach drauf. Na, er macht da mit seinem Ding nix. Okay. Das ist Verstehe. Ja gut gegangen. Plötzlich. Machen wir zwei Schüsse draus. Jawohl. Prima. Prima. Den kriegen wir hiermit nicht. Okay, Sir. Da steht der Baum zwischen. Aber hier oben, die müssten... Ei, ei. Ja, das ist zwar weit weg, aber treffen müssten sie eigentlich. Huh. Da ist der Ivan. Der steht ein bisschen falsch. Ein Feld nach oben. Mhm. Ja, der hat ordentlich was jetzt abbekommen, aber... Solange wie der nicht umfällt, nutzt uns das nur wenig. Okay, Sir. Ich probiere das noch Verstanden. Mit. Eigentlich okay, jetzt, mach, probieren wir es erstmal hier mit. Na. Verstanden. Okay. Geht klar. Junge, fall um. Verstelle. Okay, da wechseln wir. Baum. Aber der Wolf hat jetzt eine freie Schussbahn. Ah, okay. Wunderbar. Umgefallen. Dann werden wir uns da jetzt auch gar nicht weiter drum kümmern, sondern schauen, dass wir rüberkommen. Ich vermute sogar schon, dass das der letzte war. So. Verstanden. Smoke ab ins Wasser. Geht klar. Hier. Und er auch darüber. Okay. Хорошо, хорошо. Я вижу что-то. Okay, da ist eine Granate, die ist aber scharf. Хорошо, хорошо. Die brauchen wir nicht mitnehmen. Ei, ei. Und oh, ja. Runter. So, haben wir alle hier. Okay, Sir. So, der steht natürlich irgendwann wieder auf. Bin auf was gestoßen. Mhm. Gewehrmunition da unten. Verstelle. Okay. So. Ei, ei. Scope. Da. Ja. Erstmal ihn. Хорошо, хорошо. Verstanden. Geht klar. Hier. Okay. Ei, ei. Ei, ei. Oh, ja. Okay, er steht nicht auf. Okay, Sir. Okay.
So. Bisschen abzwacken, damit er auch ja nicht wieder aufsteht. Da wechseln wir mal die Waffen. So. Dann kann der Rest weiter. Der könnte hier die Ammo mitnehmen. 3,15er Magazin. Naja. Das ist auch nicht die beste Munition der Welt, aber... Verstanden! Geht klar! Хорошо, хорошо. Eine Schachtel mit... Okay. Scope. Oh ja! Da oben noch was? Na, hier bei dem Baum ist nichts. Das ist nur die Pfütze. Verstelle! So, im Eimer. Prima! Hat eine Gasmaske. Die Truppe hätten wir abserviert. Habt ihr was im Blickfeld? Das lief super. Okay, Sir. Okay. Leider. Eine Gasmaske. Haben wir wahrscheinlich. Ich glaube, der Typ, der hier auf der Brücke gestorben ist, der hat, glaube ich, normalerweise. Würde der eine Spektralweste droppen. Die haben wir jetzt nicht bekommen. Das ist natürlich ärgerlich, aber... Geht klar! Ich hab da drüben was gesehen, ey! Ja. Geht klar! Verstille! Okay! Okay, Sir! Ja, mehr zum Einsammeln ist jetzt hier nicht, also hier haben wir noch ein bisschen was. Da? Хорошо, хорошо. Hier! Hier! Okay! Und... Scope? Oh, ja! Das mit. Granaten. Zwei Betäubung. Da weiß ich schon, die habe ich schon mal aufgenommen, die explodieren nicht. Verstanden. Geht klar. Geht klar. Geht klar. Ich habe da drüben was gesehen, ey. Naja, also wir liegen natürlich jetzt hervorragend in der Zeit. Hier. Verstille. Nehmen wir das mit. Ein Werkzeugsatz. Mhm. Okay. Hier. Der ist eigentlich voll vom Inventar. Okay. Oh ja. So. Und jetzt kommt der Knackpunkt. Die Idioten haben das Ding verkabelt, ey. Ah. Satellitenkommunikator. Okay, geschafft. Und jetzt wisst ihr, wo mein vorheriger Versuch, wo ich meinte, dass ich den verlinkt habe, wo ich gescheitert bin. Ich habe das Ding, ich habe zweimal das schon erfolgreich gemacht, also die Mission, bis dahin und bin an der Stelle in die Luft geflogen. Und ja, es hat in einer vorherigen Folge mal einen Kommentar gegeben, ich könnte doch speichern zum Entschärfen am Schluss. Ja, aber wenn ich sage, ich spiele ohne Laden und Speichern in der Mission, dann mache ich das auch. Also ich hatte jetzt einmal, weil ich nicht wusste, ob ich das überhaupt schaffen kann mit Smoke, habe ich einmal in einer Folge, wo ich wusste, okay, das spiele ich sowieso nicht richtig weiter, weil jemand gestorben ist. Da habe ich mal geguckt, ob das überhaupt mit Smoke möglich ist. Und da hatte ich das aber dann geschafft, also... Ja, das ist schon ziemlich hart. Aber ja, wenn ich sage, ich lade und speichere nicht in der Mission, dann möchte ich das auch konstant so durchmachen. Da gibt's keine Ausnahmen. Es sei denn, ich komme echt irgendwann gar nicht mehr weiter, dann nehme ich das natürlich als Last Resort, bevor ich das Let's Play abbreche. Wir haben's fast geschafft, ey! Nur der Rückweg steht uns noch bevor. Das wäre natürlich dann dämlich. Geht klar. So. Dann nehmen wir mit ihr die Granaten. Eine Tränengasgranate. Ah, da bin ich froh, dass das jetzt so gut geklappt hat. Ja, wir haben die Spektralweste nicht gefunden, aber. Хорошо, хорошо. Ничего. Nix. Oh ja. Aber die Mission, die hat mich schon so ein bisschen in die Verzweiflung getrieben. Okay. Okay, wir haben sonst nichts mehr.
Das heißt, wir nehmen das Ding noch auf. Eine Tube Compound 17. Mhm. Und das war's. Ich glaube, hier unten ist nichts mehr. Da können wir zwar nochmal hinlaufen, aber... Ja. Da oben ist auch nichts. Gut, also wir hätten da noch theoretisch eine Granate, die man entschärfen könnte. Verstanden. Ja, rein theoretisch könnten wir das sogar versuchen. Moment, machen wir das. Weil wir haben nichts zu verlieren. Im schlimmsten Fall kriegt Smoke... Doch, eventuell wird er ins Wasser. Ich weiß es gar nicht, ob das passieren kann. Wenn wir eine Granate hier entschärfen und die explodiert. Ich weiß nicht, ob der dann einfach nur auf der... Eigentlich, ich würde vermuten, dass der einfach nur auf der Stelle sich dreht und dann umfällt. Ja, aber dann entschärfe ich die nicht. Nicht, dass hier jetzt noch was Dummes passiert. Das wäre sehr unangenehm. Okay, Team abziehen. Wir haben alles erledigt. Jawohl, das machen wir. Ja. Hoffe, Sie sind genauso zufrieden wie ich, Commander. Ja, ich bin sehr, sehr zufrieden, muss ich sagen. Du bist ein echter Glückstreffer. Mach weiter so und ich kann endlich in ein Haus ohne Räder ziehen. Ein bisschen Geld haben wir auch bekommen. Also das war jetzt schon... Oh nein. Ich meine, es war schön, dass der gestiegen ist, aber der bekommt jetzt 3.300 pro Tag. Das ist schon hart. Ja, also da wäre jetzt vielleicht die Überlegung, den Sydney tatsächlich rauszuwerfen. Okay, schön. Und Medizin gestiegen. Sehr gut. 3.300. Und wir haben immer noch keine M14 oder M16. Wir gucken mal, vielleicht bietet der Mickey jetzt irgendwas an. Okay, steh auf, Kopf hoch. Vorbei ist vorbei. Heute ist heute und morgen ist morgen. Stimmt's oder habe ich recht, Kollege? Da kommt eine Herausforderung auf dich zu. Denk dran. Ja, danke. Diesmal schießt du da draußen nur mit der Kamera. Macht nicht so viel Spaß, aber so ist das Leben. Mhm. Mach den Job sauber und du bekommst 14.000 Mücken. Da werden wir jetzt tatsächlich ins Negative hier wieder gehen. Hier ist eine kleine Versicherung. Kleine Versicherung ist die Kamera. Ja, Artikel Kamera wurde hinzugefügt. Machen Sie ein Foto vom internationalen Berufskiller Paulos. Und ich soll den aber nicht erschießen. Wir haben 20 Züge Zeit. Guten Tag. Ich habe diesen Trip nur wegen dir gemacht. Hab letzte Nacht ein bisschen tief ins Glas geschaut. Sieht man's noch? Nun, lass uns zum Thema kommen. Das ist die Kommandantenauswahl. Diese Sachen findest du nicht an jeder Ecke, weißt du? Und es gibt genug davon, um dir dein Lächeln zu bewahren. Das meiste von dem Zeug kommt aus einem Altherren-Schieß- und Verteidigungsclub. So wie ich es sehe, wurde es nur sonntags benutzt. Und weil es so ein ruhmreicher Tag war, gebe ich's dir für 1250. Ja, zwei Granaten. Ich meine, das ist ja komplett, ne, für den Hintern. Wollen wir die 1200 für die Granaten ausgeben? Das könnte wirklich uns dann wieder weiterhelfen, aber wir haben das Geld nicht. Wir sind jetzt bei 3000. Das Compound, das brauchen wir eigentlich nicht mehr. Jetzt kann ich mal probieren, dem einfach mal weniger anzubieten. Mal gucken. Wir sind also ein wenig zu schüchtern, nach dem Preis zu fragen. Vielleicht bist du auch ein wenig knapp bei Kasse. Aber weil du es bist, werde ich wohlwollend sein. Es ist reserviert. Das hat er uns sonst noch nicht gegeben. Okay. Ich kann sie nicht für weniger weggeben. Ja. Will er nicht. Aber mehr ist zu viel. Wir haben das Geld nicht. Also, wir müssten jetzt überlegen, ob wir den Sydney nicht rauswerfen. Oder Ivan. Weil wir brauchen eine bessere Waffe. Und da sehe ich nicht, wie wir das,
wie wir uns das... Also wir müssten für die bessere Waffe Magic anheuern. Also wenn wir Magic halten wollen, müssten wir Magic anheuern. Ansonsten wäre die Option... Ich weiß jetzt gar nicht, wie die sich preislich verhalten. Ach Quatsch. Ja. Magic ist verfügbar, kostet 4.800. Ich weiß nicht, wie viel der Len jetzt kostet. 4.600 ist jetzt nicht wesentlich weniger. Ach, der ist sowieso im Einsatz. Der fällt also raus als Option. Oder der Mike, der ist auch im Einsatz. Der hätte dann die M16. Also wir hätten sowieso nur Magic und Len als Option. Und Magic wollte ich eigentlich sowieso anheuern. Der kostet 4.800. Naja, der ist halt schon extrem gut und bringt tolle Sachen mit. Ist aber eben teuer und wir können uns den zusätzlich auf keinen Fall erlauben. Aber wenn wir jemanden rauswerfen, wäre das durchaus eine Option. Der teuerste Schlechte sozusagen ist eigentlich... Naja gut, auch nur weil der nur 17 Medizin hat. Der könnte auch einmal trainieren, dann wäre der besser als der Sydney. Aber Sydney ist jetzt Stufe 5. Und der verdient... Also die Stufe macht halt auch viel aus, ob man jetzt... ich weiß nicht, ob das an den Aktionspunkten eine Auswirkung hat. Aber beispielsweise, ob man Sprengstoffe findet und so weiter, da hat halt die Erfahrungsstufe auch einen erheblichen Einfluss. Oder mit Interrupts und so weiter. Und Sydney ist mit 5 etwa so teuer wie Ivan mit 3. Und wenn der jetzt nochmal steigen sollte, dann wird er natürlich auch hier wieder drüber gehen. Und das wahrscheinlich deutlich. Also ich würde jetzt dazu tendieren, sogar den Ivan rauszuwerfen. Und dafür Magic anzuheuern. Und dann hätten wir eine passende Waffe. Und dann halten wir den Magic. Es sei denn, das Geld wird wieder zu knapp. Dann könnten wir vielleicht überlegen, den Magic rauszuwerfen. Oder wen anders von denen. Aber, also das wäre jetzt meine Idee. Weil wir haben ja echt... Ich kann ja mal nochmal versuchen, die auszurüsten. Wie ich das jetzt normal machen würde. Ja. So... Der Granatwerfer, der könnte... Munition haben wir für das Gerät. Da war jetzt die Senfgasgranate drin. Dann kriegt er noch die. Dann das und das. Maus hat den, die Magen genommen. Jawohl. Die würde, würden wir jetzt mal das so halten, ja, wie ich das eigentlich machen wollen würde. Theoretisch würde der jetzt auch noch, ne, der Maschinenpistole, aber das passt ja sowieso nicht. So. Jetzt hätten wir, der hat halt schon eine schlechte Waffe. Der könnte theoretisch natürlich die Maschinenpistole nehmen, aber da kommt halt auch kein Schaden bei rum. Dann, die hätte jetzt ein Gewehr ohne Munition. Der hätte 2 Schachteln. Der hätte eine Schachtel, die hätte eine Schachtel. Das heißt, uns würde innerhalb der Munition auf jeden innerhalb der Mission auf jeden Fall die Munition ausgehen. Und der hat natürlich auch schon nur seine Maschinenpistole. Also das können wir vergessen. Wir müssten jetzt noch einen auf Maschinenpistole wieder umbauen. Oder 2, weil die das halt auch nicht... Die müsste die Maschinenpistole bekommen. Eine Uzi. Ja, die ist aber schon ein bisschen kaputt jetzt. Der kann mal... Den setzen wir erstmal wieder auf Wartung. Ein Verstärker. Müssen wir mal gucken. Also meine... Ja, die Idee wäre jetzt, den rauszuwerfen. Ich werde das jetzt erstmal so... Eine Kev... So tun, als ob quasi. So. Ein Verste... 98. Oh, der ist doch gar nicht verbessert gewesen. Okay.
Gasmaske. Packen wir den ganzen Kram hier mal weg. Das hat das noch jemand nicht? Der. Und das Schöne ist natürlich, wenn wir die M14 hätten, könnten wir dieses Stahldingen auch direkt da drauf bauen. Dann kriegt Wolf auch die Brechstange. Und den da. Das hier geht halt auch nicht. Die würde das Teil jetzt bekommen. Mhm. Also das wäre jetzt unsere Ausrüstung. Dann haben die zwei, also die beiden haben ein Gewehr. Die hatten nur, ja. Wir haben drei Leute mit suboptimalen Waffen. Das müssten wir eigentlich mit einem Maschinengewehr kompensieren. Wir könnten dem jetzt auch noch eine Beretta geben. Das wäre jetzt unsere Wahl. Entweder die Beretta oder die Maschinenpistole mit 85. Oder das Ding. Mehr stünde uns nicht zur Verfügung. Da fehlen 13. Also sagen wir mal 20. 50, eine Kevlar-Weste, 40, 75, eine Uzi-Maschinenpistole, 70, in gutem Zustand, 80, ein 44er Red. Okay, das müsste etwa passen, wenn wir das jetzt so reparieren würden. Mhm. Und ja, dann werde ich an der Stelle auch speichern. Und mal hier. Boah, 21. Und dann würde ich den jetzt mal feuern. Не обижайтесь. В будущем я буду рад работать на вас. Ja. Falls Vera das rechtzeitig sehen sollte, kann sie gerne mal in die Kommentare schreiben, was das bedeutet. Da wäre es nämlich interessant zu wissen, ob Ivan sagt, ja, gerne wieder zusammenarbeiten oder sowas. Oder ob der sagt, du Arsch, ich arbeite nie wieder für dich. Das wäre noch interessant. Ich könnte das natürlich jetzt hier auch versuchen, irgendwie zu fotografieren und so, aber wäre sehr nett, wenn du das in die Kommentare schreiben könntest. Und dann werden wir beim nächsten Mal ja gucken. Also ich vermute, dass der Ivan okay, weil der ist von Anfang an dabei, der wird schon okay damit sein, dass wir den jetzt feuern. Und dann würde ich stattdessen den Magic reinnehmen. Und dann würden wir auch gleichzeitig das Problem lösen mit der Waffe. Wir würden natürlich dann noch stärker Minus machen. Wir bekommen jetzt hier 14.000. Und der kostet natürlich mehr. Das heißt, wir würden weiter Kapital verbrauchen. Da käme es dann halt drauf an, wie das mit der nächsten Mission aussieht. Ich kann mal gerade versuchen. Ich hätte dafür zurzeit keine. Okay, also an denen könnten wir aktuell auch noch Sachen verkaufen, wenn es wirklich nötig ist. Aber ihr seht ja auch, da bekommt man nicht wirklich viel Geld ich für. Ich hätte dafür zurzeit. Für die meisten Sachen. Also reich wird man durch den Verkauf von Gegenständen nicht. Dass wir da überhaupt 1000 Dollar zusammen bekämen, ist unwahrscheinlich. Ich vermute, dass wir eher, wenn das Geld ausgehen würde, eher dann Sydney beispielsweise als den zweitteuersten dann auch noch rausfeuern müssten. Und ja, damit wir da wieder auf den grünen Zweig kommen. Das ist aber sehr seltsam gemacht von der Spielbalance her, dass das Geld so hoch, runter. Dann muss man sich ja eigentlich, oder kann man sich eigentlich am Anfang schon einen teuren anheuern. Oder man muss halt wirklich von Anfang an günstiger anheuern, sich das Geld aufsparen, damit man das ab Mitte des Spiels dann langsam wieder abbauen kann.
Aber es ist ein bisschen seltsam geregelt, würde ich sagen. Ihr könnt ja mal gerne was da also in die Kommentare schreiben, was ihr hier von dem Plan haltet. Aber ich denke, es macht am meisten Sinn, den Ivan rauszuwerfen. Und wenn es dann immer noch knapp werden sollte, danach in der Mission. Wenn da jetzt danach die Mission dann nur noch kommt, ja, für die Mission kriegst du 10.000. Dann würden wir den Sydney auch noch rauswerfen müssen. Da hätten wir dann gar keine andere Wahl. Es sei denn, Scope oder Wolf steigen auch nochmal. Dann wäre das vielleicht eine Option. Aber Wolf ist eigentlich ganz gut hier als Allrounder. Der Magic würde natürlich dann besser auch die Schlösser knacken können. Also das ist quasi der Beste außer Mike. Ja, der ist natürlich auch eigentlich, ne, teuer. Naja, also günstig sind die hier alle nicht. Also mein Plan, Mike rauswerfen und dann vielleicht als Backup Sydney, Scope oder Wolf danach rauswerfen, wenn es wirklich nötig sein sollte. Wir nehmen den Magic mit seiner M14. Die M14 bessern wir dann direkt aus. Und dann schauen wir, dass wir die Mission 21 angehen. Wir sollen ein Foto machen von einem Typen, der hier irgendwo drin hängt. Wir haben 20 Runden Zeit. Ja, müssen wir mal schauen, wie wir das angehen. Ob die Brücken sprengen oder wie wir da durchkommen. Also sehen wir dann. Neue Folgen gibt es immer wochentags. Gerne auch den Kanal abonnieren, um nichts zu verpassen. Solltet ihr das nachträglich schauen, könnt ihr unten in der Videobeschreibung eine Playlist finden. Da findet ihr dann auch noch den Link zu dem Fehlversuch. Ja, und damit danke ich fürs Zuschauen und sage ciao und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.